Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen. Heute wieder ein Spezial mit Gast, lieber David. Nein, es ist nicht David. David hat sich keinen Schönheitsoperationen unterzogen, sondern er hat seinen Platz bereitwillig heute mal der lieben Nuran Jörrissen zur Verfügung gestellt. Nuran ist eine liebe Freundin und sie ist Autorin, Betriebswirtin gelernte und systemische Therapeutin. Und ihr sind heute die Götterfunken gewidmet. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzuspielen und ein Weintasting mit mir durchzuführen. Und dafür rausgesucht habe ich mir etwas Besonderes. Ein Wein, der, obwohl er vielfach ausgezeichnet ist, auch das Weingut, immer noch so ein kleiner Geheimtipp auch unter Kennern ist. Es handelt sich um einen Wein aus dem Hause Casa Silva. Casa Silva ist ein chilenisches Weingut. Es ist eine Carmenère-Rebe und die genaue Bezeichnung des Weines, das ist wunderschön, deswegen lese ich es auch ab, bedeutet oder heißt Gran Terroir, Gran war Spanisch, eigentlich Gran Terroir, de los Andes, los Lingues Carmenère. Oder Carmenère, besser gesagt, nicht Carmenère. Und dieser Wein ist, wie gesagt, aus der Carmenère-Rebe, zu der gibt es einiges Interessantes zu sagen, wie auch zu unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast, die Nuran Jörrissen, ist wie gesagt Autorin und ihr Erstlingswerk, der süße Tee, der ein oder andere wird es vielleicht in den Medien mitbekommen haben, ist eine, ja man kann sagen, ein autobiografisches, ja, ist es. Autobiografisches Buch. Und darin beschreibt sie ihr Schicksal, darf ich sagen, mit der Zwangsverheiratung mit 14 Jahren, dem Kampf um ihre Kinder, abstrusen Drohungen eines Hodgers mit Foltermethoden und was weiß ich nicht allem. Religiös begründeten. Ja. Genau. Bis zur der selbstsicheren, schönen Frau, die zwei ganz ordentliche, erwachsene Jungen großgezogen hat, die sie jetzt hier sitzen sehen. So beschreibt sie in ihrer Biografie und was ich ganz bemerkenswert finde, süßer Tee, ohne irgendwie Hass aufkommen zu lassen oder ohne irgendwie auch anzuklagen. Wie hast du dir diese, ja, bei dem Schicksal, was du durchgemacht hast, diese Lebensfreude bewahrt oder diese, du klagst ja in dem ganzen Buch nicht an, du beschreibst die Situation und es kommt immer wieder durch, dass du jetzt heute glücklich bist, aber man sieht die Schwierigkeiten, die da waren. Aber warum bist du nicht verbittert? Das, bei einem solchen Schicksal frage ich mich das immer wieder. Was hat dir die Kraft gegeben? Ja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. In erster Linie waren es die Kinder an sich. Ne? Wenn, als sie, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als sie klein waren, haben sie mir sehr viel Kraft gegeben. Also manche würden dann sagen, dass Kinder stören mich eher. Das ist sowieso momentan auch so ein Mainstream, wo immer wieder Frauen gefragt werden, würden sie noch mal Kinder kriegen? Diese Option hatte ich persönlich nicht. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, möchte ich überhaupt Kinder kriegen, möchte ich Mutter werden, sondern ich wurde Mutter, weil es die Tradition das so halt bestimmt hat. Und ich muss so sagen, sie haben mir sehr viel Kraft gegeben, zu sagen, es lohnt sich, für eine neue Generation zu kämpfen. Zu sagen, die sollen es halt anders erleben, als das, was ich erlebt habe. Ich denke, das war auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Aber du warst selbst noch ein Kind, als du Mutter wurdest im Prinzip, oder? Ja, und auf jeden Fall mit 14, also mit 15 habe ich ja meinen ersten Sohn bekommen, Ende 15, muss man ganz ehrlich sagen, Ende 15 den ersten Sohn bekommen. Es war auch schwierig, nur ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt instinktiv ist, dass man sagt, ich bin jetzt für etwas verantwortlich. Und wenn so der Rahmen, die Rahmenbedingungen sich dafür nicht verantwortlich fühlt, sage ich mal, muss man sie wahrscheinlich selber so in die Bresche springen und sagen, ich übernehme jetzt hier Verantwortung. Das habe ich dann instinktiv gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, woran es ganz konkret liegt. Also ich hatte beim ersten Lesen von Süßer Tee das Gefühl, dass dich eine unglaubliche Neugier aufs Leben antreibt. Das auch, auf jeden Fall. Dieser Begriff der Neugier scheint mir da sehr wichtig zu sein. Ja. Und dazu passend habe ich auch einen ersten Götterfunken herausgesucht aus dem zweiten Buch, was wir gleich intensiver vorstellen würden. Süßer Tee, sei kurz gesagt, ist vergriffen, wird aber in einer Neuauflage demnächst erscheinen. Auch mit neuem Titelcover. Und jetzt mal ein Zitat zur Neugier und danach werden wir uns neugierig dem Wein widmen. Sehr gerne.
die Neugier. Sie ist wie ein Flächenbrand, der ohne Vorwarnung, ohne Vorankündigung ausbricht. Die Neugier, sie trägt etwas Diabolisches in sich, das einem keine Ruhe mehr lässt, wenn man sich einmal auf den Weg des Verbotenen begeben hat. Neugierig, aber keineswegs auf dem Weg des Verbotenen, wollen wir doch mal die erste Nase von unserem 2013er Carmenere nehmen. Oder Carmenere. Schreibt sich eigentlich die Rebsorte mit zwei Akzenten und französisch ausgesprochen müsste es Carmenere sein. Der Name kommt wohl vom Kamin, also vom dem Naturfarbstoff Kamin. Und die Farbe ist auch ein wunderschönes dunkles Rubinrot mit Glanzreflexen. Was sagt dir das erste Schnuppern? Es riecht auf jeden Fall sehr appetitlich. Und ich würde sagen, dass es sehr beerig riecht. Ja. Auch Kirschen. Sehr gut, ja. Dunkle Kirschen. Schwarze Johannisbeeren. Beeren, genau. Macht eigentlich so Appetit auf Trinken. Ja, wir warten aber noch einen kleinen Moment damit, geben ihm noch ein bisschen Sauerstoff. Okay. Und sagen vielleicht etwas zu der Rebsorte. Die Carmenère ist im Prinzip, wie so viele Reben während der Reblausplage in Frankreich, ursprünglich in Bordeaux beheimatet, 1865 bis 80, 85 war ja diese große, schreckliche Reblausplage, nahezu komplett kaputt gegangen. Und in dieser Zeit sind auch viele Weinbauern ausgewandert, unter anderem auch der Gründer oder Mitgründer des Weingutes, ein Vorfahre der Familie Silva, nach Chile. Und in Chile, da kommt dieser Wein her, gibt es ein wunderbares Tal, Colchagua heißt das, oder Colchagua-Tal. Das ist ungefähr 130 Kilometer südlich von Santiago del Chile, der Hauptstadt. Und an den Ausläufern der Anden, da gibt es also einen wunderbaren, gottgesegneten Landstrich, der sehr viel Wärme hat, aber auch sehr viel Feuchtigkeit, wo diese Rebsorte gedeiht. Und der Vorfahre der Familie Silva ist 1892, glaube ich war es, wenn es falsch ist, blende ich es mal wieder ein, nach Chile ausgewandert. Und dann hat es 5 Generationen gedauert. Nun ist Chile auch kein einfaches Land gewesen, politisch gesehen, aber es hat 5 Generationen gedauert, bis in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts dann die Familie Silva endlich unter eigenem Namen ihren eigenen Wein herausbringen konnte. Apropos unter eigenem Namen herausbringen, das zweite Buch, was du veröffentlicht hast, relativ neu, relativ frisch auf dem Markt, genau. Das Schweigen im Koffer. Magst du kurz zusammenfassen, worum es ungefähr geht? Genau, die Protagonistin heißt Selma und sie bekommt im Laufe, also sie ist auch die Erzählerin. Der Leser kriegt sozusagen mit, was sie an Dingen erfährt über ihre Familie und bekommt über einen mysteriösen Brief mit, dass die Familie von Selma sehr viele Geheimnisse hat und sie versucht, diese Geheimnisse zu lüften. Das ist sowohl gesellschaftspolitisch als auch historisch belegt und hat sozusagen auch mit dem Genozid der Armenier zu tun. Und sie setzt sich sozusagen mit der Geschichte ihrer Familie, aber nicht nur mit ihrer Familie, sondern auch generell auch mit der Geschichte des Landes dann halt auseinander. Also es ist ein Buch, eine fiktive Erzählung ist eine diesmal, fiktive, ja. Aber du verarbeitest reale politische Verhältnisse ja. Und auch gesellschaftliche Verhältnisse in diesem Buch. Und ich habe mal eine Passage herausgegriffen, die ich sehr schön finde. Wie der Vater der Protagonistin ist es, glaube ich, erzählt, wie er sich gar nicht vorstellen kann, dass etwas Gesundes dabei herauskommt, wenn man in Hochhäusern lebt. Ja, das stimmt. Und die wollen wir uns als Götterfunken antun und dann dürfen wir auch den ersten Schluck nehmen. Gut, freue ich mich. Mein Vater sagte, das kann niemals gesund sein, wenn Menschen wie in Schachteln übereinander gestapelt werden. Diese Menschen wohnen in der Luft und haben keine Erde, auf die sie treten und die sie spüren können.
Kein Wunder, dass die Menschen angefangen haben, ganz merkwürdige Dinge zu tun und sich gegenseitig genervt begegnen, wenn andere Menschen auf den oberen Etagen ihnen über den Kopf laufen. Ich sage dir, mein Junge, das kann nicht gesund sein. So, da sind wir wieder und nun wollen wir auch mal... Ist es soweit? Ist es soweit? Probieren. Ja, da kommt gleich diese Weichheit, Sanftigkeit, eine sehr zurückhaltende Säure ist dabei. Fruchtig und was typisch ist, ganz wenig von diesen Gerbstoffen, den Tanninen, ist zu spüren, obwohl sie vorhanden sind und wahrscheinlich hier eher aus dem Holz als aus der Rebe stammen. 85% des Weines wurden in 9 französischen Eichenfässern 10 Monate ausgebaut, die restlichen 15% im Edelstahltank. Und dieses Holz gibt ja auch nochmal Gerbstoffe an, die aber einen anderen Geschmack dann haben. Mhm. Und das macht vielleicht auch diese, dass es nicht so trocken den Mund zusammenzieht, sondern schön samt auskleidet. Und du hast eben zu Recht gesagt, Beeren, jetzt kommen natürlich richtige Die Beeren, genau. Man schmeckt es gerade so im Abgang auch nochmal ganz deutlich. Ja, der Abgang ist lang, ist sehr lang anhaltend. 14 Volumenprozent Alkohol hat dieser Wein. Wie gesagt, Casa Silva, eins der meist ausgezeichneten Familienweingüter in Chile. 3 Lagen haben sie. Dieses ist eine Einzellage, Los Lingues heißt sie, an den Ausläufern der Anden gelegen. Und der Carmenère, diese Rebsorte, ist sehr schwer anzubauen, zumindest in unseren Gefilden. Sie ist sehr empfindlich, verrieselt gerne. Und sie wurde deswegen nach der Reblaus auch in Frankreich nicht wieder angebaut. Und man hat sie im Prinzip sogar vergessen, bis ins 20. Jahrhundert schlicht. Man kannte sie gar nicht mehr hier. Und man hat sie aber schon früh, 1850, mit nach Südamerika gebracht. Naja, und man hielt dann bis in die 1990er Jahre auch den chilenischen Carmenère, hielt man für Merlot. Man dachte, das sei eine Spielart des Merlot, hat sich nur die ganze Zeit gefragt, warum schmeckt der so anders? Vor allem, warum schmeckt er auch so gut? Der schmeckt nämlich ganz toll. Hat eine unglaubliche Nase. Und erst 1996, 97 konnte dann eine DNA-Analyse, mal nicht für ein Verbrechen, sondern hier aufklären, es handelt sich um eine eigenständige Rebsorte, den hier vergessenen Carmenère, der nun wieder rücktransportiert wird. Und er zählt übrigens immer noch auf dem Papier zu den 6 zulässigen Rebsorten, für die in Bordeaux angebaut werden dürfen. Aber da spielt er nun so gut wie keine Rolle mehr, wahrscheinlich auch aufgrund der Witterung. Aber hier in Chile, da haben wir die entsprechende Wärme und da kommen wirklich ausgeprägte, tolle Beerenaromen zusammen. Wenn wir nochmal auf das Schweigen im Koffer kurz eingehen wollen, das ist ja deutlich erzählerischer geschrieben als das erste Buch. Das erste Buch übrigens hat es ja auch geschafft, mittlerweile als Theaterstück adaptiert zu werden und gespielt zu werden mit einigem Erfolg, was sicherlich ein ganz stolz drauf sein. Also das schafft bin ich auch. Bei lang nicht jede Autobiografie. Und das Schweigen im Koffer ist ja dann doch eher erzählerisch aufgebaut und hat dann auch Passagen. Nämlich ist auch ein sehr schönes Titelbild. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, dieser alte Koffer. Ich habe mir sagen lassen, den gibt es tatsächlich, der ist von euch. Der ist von uns, ganz genau, auf der Stuhl. auf der Stuhl? genau. Ja, ich habe noch mal eine Passage rausgesucht, bevor wir den Wein noch ein bisschen atmen lassen, dann noch mal probieren oder in der Zwischenzeit, die ich sehr poetisch finde und deswegen auch noch mal kurz, wo wir gerade im Sinnenrausch des Weines schwelgen, vielleicht auch als Götterfunken noch mal eine passende Passage aus diesem Buch anzubieten. Eine Melodie, ein Bild, eine Zeit schenke ich dir,
in der du alles loslassen kannst, um in deiner eigenen Seele zu spazieren. Sieh dich um. Sieh dich um während des Gehens in deiner eigenen Seele. Der Wein hat auch eine Seele, ist sehr beseelt, würde ich mal sagen. Und hat auch einen flaumigen Geschmack. Ja, sehr gut. Dunkle ja. Pflaumen sind auf jeden Fall dabei. Genau. Ganz ausgeprägtes dunkles Fruchtaroma. Leicht lederig, aber angenehm dabei. Und Casa Silva übrigens hat auch eine Spitzenlage oder drei Spitzenlagen. Chile ist ja so etwas wie das geografische Rückgrat oder das geografische Wirbelsäule des lateinamerikanischen Kontinentes. Und die Lage ist so ungefähr 135 Kilometer südlich von Santiago de Chile. Und dann haben sie in diesem Gebiet der zentralen Täler haben sie drei Lagen. Die eine, das ist Los Lingues, da kommt unser Wein her, direkt an den Ausläufern der Anden. Die zweite, dann in der Mitte, ich glaube Agustera oder Agostura heißt sie, da ist auch der Stammsitz der Familie. Und die dritte, gerade mal 15 Kilometer von der Küste entfernt. Und aus diesen drei Spitzenlagen komponieren sie also ihre Weine. Hierbei handelt es sich ausschließlich um handgepflückte Trauben aus der Lage Los Lingues. Und das ist auch insofern von Bedeutung, als dass man hier wirklich selektiert. Man nimmt wirklich nur die besten Trauben, hat ein hohes Qualitätsverständnis. Es gibt diesen Carménère auch noch in zwei Abstufungen darunter, als Reserva. Und ich glaube, Collection heißt der günstigste, der so bei 6,50 Euro irgendwo liegt. Immer noch ein Spitzenwein, ein wirklich guter Wein ist. Und es gibt ihn auch noch mal zwei Klassen darüber. Ich habe jetzt sozusagen die mittlere Lage ausgesucht mit ungefähr 12 Euro. Ein Wein, der nach ja, dem Doppelten schmeckt. Wenn man Also 12 Euro finde ich für den Wein auch nicht so übertrieben. Ja. Der schmeckt wirklich sehr gut. Ich habe... So schwer. Nee. Ist gar nicht so schwer. Nein, es ist, die Frucht macht ihn relativ leicht. Die Säure ist gut eingebunden. Und die Gerbstoffe sind nicht sehr stark. Wenn sie vorhanden sind, dann kommen sie eben aus dem Barrique, also 85% des Weines in französischen neuen Eichenfässern ausgebaut, 15% im Stahltank. Und daher kommen dann die eher süßlichen Gerbstoffe. Und aus der Rebsorte Carménère sind so starke, es sind vielleicht üppige, edle Tannine, aber jetzt nicht diese, die einen so die zusammenziehen. Also das haben wir hier nicht. Nora, du planst immer wieder neue Projekte. Das Schweigen im Koffer war jetzt sozusagen das letzte Buch. Ja. Ganz neu, ganz frisch auf dem Markt. Gibt es schon was, auf das wir uns freuen? Gibt es ein Thema, was dich momentan fesselt, wo du darüber nachdenkst? Normalerweise, wenn so ein Buch abgeschlossen ist, hat der Autor ja schon direkt was im Kopf. Genau. Wo will ich weitermachen, welche Richtung? Ja. Wird es uns wieder in den türkischen Sprachraum oder in den türkischen Kulturraum verschlagen oder die Durchmischung der Kulturen haben oder... Wo würde es hingehen? Weißt du das schon? Ja, also genau die gleiche Frage hat man mir bei der letzten Lesung auch gestellt. Also was mich momentan, ich kann nur sagen, was treibt mich um? Momentan treibt mich das Thema Armut um. Und ich denke, dass das dritte Buch auch was mit dieser Thematik zu tun haben wird. Zu sagen, wie entsteht Armut? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wieso müssen wir hier in Deutschland über Armut reden? Weil wir sie exportieren teilweise. Teilweise. Durch genau, die Industrie. Auch, genau, und dass wir auch nochmal so die wirtschaftspolitischen Hintergründe vielleicht noch so mal klarer für uns haben, wie Armut. Aber nicht als Sachbuch. Nein, als Familiengeschichte. Also wieder eine Erzählung. In einer Erzählung. Und ich möchte gerne raus aus diesem Milieu, sage ich mal, dass ich nur für Migranten schreibe. Ich überspitze das mal jetzt ein bisschen, sondern ich fühle mich ja auch für diese Gesellschaft verantwortlich und mich treibt ja auch die Problematik um, was passiert mit uns hier in Deutschland. Ein Teil von mir ist sicherlich verbunden mit der Türkei.
weil da meine Wurzeln sind, aber ich bin schon 85% Deutsche. Ne? Dass ich sage, ich fühle mich verantwortlich für Deutschland. Und 100% Mensch? 100% Mensch. Und in diesem Sinne genau. Noch einen schönen Götterfunken aus deinem Buch, gerne. Den ich besonders bezaubernd finde, weil er doch diese schöne Beschreibung der Janan, genau. Der Dame oder der Frau, die eine besondere Rolle in diesem Buch steht, enthält. Genau. Viel Freude bei dem Götterfunken. Ihre roten Lippen, ihre gepflegten Hände, ihr schlanker Körper, die welligen, langen Haare, die leicht wie eine Feder im Takt ihrer Schritte mitgingen und mich an zart schmelzende Schokolade erinnerten, machten sie für mich einmalig. Ich kannte keinen, der ihr nicht hinterher sah. Kommt das jetzt durch den Text oder rieche ich hier wirklich Schokolade? Es ist Kakao, es ist Schokolade mit drin, ja, im Aroma. Das stimmt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Assoziation jetzt durch das Zitat kam, aber in der Tat, es sind Kakaoaromen. Mhm. Du kennst die Flasche ja nicht. Nee, nicht so. Aber da siehst du mal, dass du einen exzellenten Geschmack hast. Es steht sogar hinten drauf, Hints of Chocolate. Ah, okay. Ja, also tatsächlich, das passt. Ich hätte es dir jetzt nicht verraten. Aber es stimmt tatsächlich. Und das ist natürlich, ja. Hast du sehr gut herausgerochen. Ja, ja. Du bist auch herausgeschmeckt. Mhm. Die Frage, die immer wieder auftaucht bei Wein, apropos Wein an dieser Stelle, ich hoffe, der Kollege Weinhorn verzeiht mir, dass ich ausgerechnet jetzt bei diesem Video einmal in seinem Gebiet wildere. Aber ich wollte nur jetzt nicht unbedingt eine Zigarre aufzwingen, obwohl ich gehört habe, du hättest es gemacht. Ich hätte es das gemacht. Das schreit eigentlich nach einem weiteren Video. Auf jeden Fall. Ich bin wo dabei. Wo würde ich dann mit Zigarre einmal unterwegs werden. Vielleicht, wenn der Rahmen reicht, sogar mit David zusammen, dann schauen wir mal, ob wir eine Triple-Besprechung machen. Also wir wildern ein wenig in Weinhorns Gebiet, aber ich glaube, diesen Wein hat er auch noch nicht vorgestellt. Insofern vielleicht nicht ganz so schlimm. Was immer wieder die Frage aufwirft bei Weinen, dekantieren oder nicht? Dekantieren eigentlich nur bei Weinen, die Depot haben. Und der ist zu jung, der ist von 2013, der hat kein Depot. Karaffieren, das heißt umschenken in eine Karaffe um des Sauerstoffs willen, kann man machen, schadet nicht, wird sogar etwas nutzen. Aber es ist eine Frage, wie Sie gewohnt sind, den Wein zu trinken. Wenn Sie sich ohnehin in ein Glas erstmal nur wenig einschenken, dann bekommt der ja schon Sauerstoff. Und das Schöne ist, ich karaffiere ihn nicht, weil ich finde, er hat am Anfang schon ein bisschen Sauerstoff, wenn ich ihn umgieße. Und dann rieche ich die ersten flüchtigen Aromen und dann merke ich, wie er sich verändert über die Zeit, wenn er eine halbe Stunde, wie wir jetzt, oder dreiviertel Stunde steht. Und es entwickelt sich immer mehr. Die Schokolade hat man am Anfang überhaupt nicht gerochen. Mhm. Man hat diese klassische Johannisbeere, Kirsche war sehr dominant. Und dann später, wie er sich geöffnet hat, hattest du die Pflaume gebracht und dann die Schokolade. Es sind jetzt auch noch Gewürznoten mit dabei. Also wir bringen nochmal ein, wie ich finde, recht anschauliches Zitat aus Das Schweigen im Koffer, was auch auf diese Kriegsgeschichte eingeht, auf diese Unterdrückung. Und da hast du ich habe mir das mal rausgesucht mit den Panzern, dieses Bild, fand ich sehr eindringlich. Das würde ich Ihnen gerne auch noch mal kurz servieren. Und danach stellen wir dem Wein ein Zeugnis aus und wollen mal schauen. Wir haben uns wieder total verredet und verhaspelt, dass das Video nicht wieder an die halbe Stunde dauert. Hier noch ein Götterfunken von Nuran Jörissen. Meine Augen ließen die Panzer passieren, während die schweren Ketten ihre Abdrücke in meinem Gedächtnis hinterließen. Mir wurde bewusst, dass das Leben nur eine Gelegenheit war und das Menschenleben darin nichts zählt. Mal ein schwerer Gedanke, Panzerketten, die Abdrücke sozusagen in der Erinnerung oder im Geist hinterlassen.
es geht dir sehr, sehr stark um diese ja, Themen von Unterdrückung aus der Biografie wahrscheinlich auch heraus. Genau, ja. Und ich denke, natürlich hat mich das sehr geprägt. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das hat mich als Mensch nochmal geformt, sodass alle meine Themen sehr viel mit Menschenwürde zu tun haben. Wie passiert Unterdrückung und wieso passiert Machtmissbrauch? Mhm. Ne, wieso müssen Menschen diese Macht, die sie haben, missbrauchen und die können das nicht in positiven Kanäle lenken? Also die Würde des Menschen ist wirklich unantastbar und das ist das absolut das, was im Grunde genommen die beiden Bücher nochmal auszeichnet. Ja, das ist auch das, was sich durchzieht. Mhm. Überhaupt ist das ein Grund gewesen, warum du nach dem Betriebswirt dann die systemische Therapeutin noch gemacht hast, um da auch helfen zu können. Da geht es ja auch viel um Macht wahrscheinlich. Da geht es erstmal zu sehen, die systemische Familientherapie hat mich auch ein Stückchen befreit von Verantwortung, die man sich wahrscheinlich immer so aufbürdet, obwohl das nicht die eigene Verantwortung ist, zu erkennen, was ist wirklich meine Verantwortung, was kann ich in meinem Umfeld verändern und was ist auch die Verantwortung anderer Menschen. Deswegen hast du das nochmal, und das kommt nämlich in den Büchern, gerade im Schweigen im Koffer, kommt manchmal ganz deutlich die Therapeutin auch durch. Ja, das haben wir schon einige es gesagt, kommt, das stimmt. Ja, es ist die Erzählerin da, es ist die Therapeutin da, es ist die Journalistin da. Genau. Es sind also wirklich... Ein Kritiker würde jetzt sagen, ein berühmter Kritiker, der schon lange verstorben ist, was will mir die Autorin sagen? Was ist die denn nun? Ist die Erzählerin? Ist die Journalistin? Genau. Was ist die eigentlich? Ja. Ja. Nun, sie ist in allererster Linie, wie gesagt, Mensch und schreibt wirklich aus diesen unterschiedlichen Facetten heraus. Und das macht das Buch vielleicht auch interessant. Vielleicht wird der eine oder andere wirklich sagen, ja gut, es ist aber irgendwie dadurch ein bisschen zerfahren im Stil. Aber gerade dadurch vielleicht auch wieder etwas lebendig. Dem Buch habe ich jetzt ein Zeugnis ausgestellt, aber den Wein haben wir noch nicht. Stimmt. Ich würde mal sagen, Raffinesse hat er ordentlich, denn es ist eine Entwicklung zu spüren. Mhm. Aromen sind toll da, immer noch im Glas. Der schläft auch nicht ein. Es gibt ja Weine, die schlafen dann irgendwann ein. Dann haben die zu viel Sauerstoff, gerade ältere Weine, die kriegen dann irgendwann zu viel Sauerstoff nach 2-3 Stunden und dann schlafen die ein. Das macht er nicht, der bleibt wach, der bleibt fruchtig, aber er verändert die Frucht und das ist das Schöne, er bleibt spannend. Ja, Preis-Leistung ist für mich, wie gesagt, mit knapp 12 Euro, ich darf das sagen, ist ein Knaller. Ich behandle ihn immer noch als Geheimtipp, obwohl es eins der meist ausgezeichneten Weingüter Chiles ist, hier immer noch nicht so bekannt. Vielleicht schreiben Sie einfach in die Kommentare, wie Ihnen der Wein gefällt, wenn er Ihnen gefällt, auch wenn er Ihnen nicht gefällt. Probieren Sie ihn einfach. Ideale Trinktemperatur, 18 Grad, 19 Grad würde ich sagen. Bisschen atmen lassen im Glas. Und wenn Sie sich das aktuelle Buch, Das Schweigen im Koffer von Noran Jorissen, besorgen möchten, jede anständige Buchhandlung macht das für Sie, auch die ganzen Internetbuchhandlungen, schreiben Sie auch gerne da rein, was Sie davon halten, wie es Ihnen gefällt. Ich gebe das gerne weiter, du kannst es ja auch lesen oder mitkommentieren, wenn du magst. Gerne. Ja, und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind und wir vereinbaren schon mal ein Wiedersehen, vielleicht mit David zusammen. Mal gucken, ob wir das in der Enge zusammenkriegen und sonst machen wir nochmal ein Special. Ja. Und ich sage, diesmal nicht. Manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre, sondern ich sage einfach, denken Sie bei allem immer daran, manchmal ist ein Glas Wein. Auch einfach nur ein Glas Wein.